Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Freunde des Heidelberger Bildverarbeitungsforums, ich freue mich sehr, dass ich Sie zu unserer Feierstunde über 20 Jahre Heidelberger Bildverarbeitungsforum begrüßen darf. 20 Jahre Heidelberger Bildverarbeitungsforum ist natürlich ein Benchmark, den nur wenige, glaube ich, Technologiekonferenzen, Tagungen in Deutschland so erreichen. Insbesondere in der Kontinuität über so viele Jahre, da kann man nur gratulieren. Beginn. Da möchte ich zwei Herren ganz herzlich danken. Die sitzen hier vorne in der ersten Reihe, Herr Massen und Herr Ahlers. Die haben nämlich den Anstoß gegeben auf der Vision-Messe damals in Stuttgart, als ich aus Kalifornien nach Heidelberg kam und haben gesagt, Herr Jähne, Sie könnten jetzt eigentlich was für die Weiterbildung tun. Vielen Dank, Herr Jähne. Es hat mich besonders gefreut, dass Sie mich eingeladen haben, hier ein paar Worte zur Sicht der Industrie zu sagen. Und warum hat es mich gefreut? Weil ich es besonders gut finde, dass Sie sich für die Zusammenarbeit und Kollaboration von Industrie und Wissenschaft einsetzen. Was ich hier immer ganz besonders zu schätzen weiß, sind dann zum einen die Vorträge natürlich, zum anderen aber auch das Networking in den Pausen und danach. Das Bildverarbeitungsforum ist eigentlich eine Institution für die Vernetzung von Industrie und Forschung, Wissenschaft auf der anderen Seite. Und hat sich da eben in den letzten 20 Jahren jetzt inzwischen eben einen, ich sag mal, einzigartigen Stand in Deutschland auch erarbeitet. Ganz wichtig war für mich, dass es eben nicht nur eine Veranstaltung war, zu der man hingegangen ist und dann anschließend wieder nach Hause ging, sondern es gab auch jedes Mal für mich immer neue Impulse, die ich mitnehmen konnte von diesen Veranstaltungen, die dann eben auch meine eigene Grundlagenforschung dann eben beflügelt haben oder unterstützt haben. Eine wirklich herausragende Veranstaltung, eine Bereicherung für die Bildverarbeitungs-Community und für die Tagungslandschaft in dem Bereich. Das ist der große Vorteil von bildbasierten Verfahren. Wir können hier dieses seilspringende Mädchen mit 16 Kameras synchron filmen und dann die Handlung in 3D rekonstruieren für jeden Zeitschritt. Dann sehen wir, dass hier eine Vielzahl von korrespondierenden Strahlen sich irgendwo an diesen Objektpunkten schneidet. Und was wir fordern, ist eben, dass an diesen Objektpunkten die Widersprüche dieser Strahlen in der Summe aller Beobachtungen minimal werden. Und damit werden wir im Gesamtergebnis halt extrem genau. Erwarten Sie nicht noch mehr verrückte technologische Rekorde, diese Hero Experiments, aber erwarten Sie Komponenten, die kostengünstig und ganz einfach zu brauchen sind, und dann sind Sie gefragt. Sie, Ihre technischen Fähigkeiten und Ihre Fantasie. Natürlich besonders interessant, auch der Vergleich der Vorhersage, was man vor 10 Jahren vorhergesagt hat, war natürlich super spannend, herauszufinden, dass die Vorhersage gar nicht so schlecht war. Die Zukunft ist ja eigentlich schon da, sie muss gefunden werden. Und das ist eins der Riesenprobleme natürlich, auch gerade in so einer Querschnittswissenschaft wie der Bildverarbeitung. Tolle Vorträge, tolle Referenten, ja, sehr schöne Veranstaltung. Das ist jetzt ja nochmal sozusagen kurz und prägnant die aktuellen Trends im Rahmen der Bildverarbeitung dargestellt worden und dass mal so der Ausblick in die Zukunft kam, worauf muss man sich denn eigentlich einrichten? Und wir machen ganz kurze Präsentationen an den Stellen, wollen Sie nicht überfordern, schlaglichtartig an jeder Stelle eine Grundidee Ihnen erzählen, was wir tun. Das heißt, Bildverarbeitung, HCI und so weiter hat mittlerweile im IWR einen derartigen Stellenwert und auch personell derartige Verwurzelungsgrade erreicht, dass wir davon ausgehen können, dass Sie davon ausgehen können, dass es auch weitergeht. Inzwischen haben wir aber auch gemerkt, dass wir diese Initiative eigentlich über Deutschland hinaus tragen sollten und haben uns deswegen entschlossen, das Bildverarbeitungsforum in den europäischen Rahmen auszuweiten, unter dem Dach der European Machine Vision Association, wo ich einer der gewählten Direktoren jetzt bin. Ja, also die Idee finde ich erstmal ganz spannend, dass sich das Bildverarbeitungsforum jetzt internationalisiert, weil die gesamte Szene, wir haben das heute gesehen hier im Mathematikum, da wird ordentlich Englisch gesprochen, ist international, die Zulieferer sind international. Und wenn man die Idee einfach mal ausweitet, zumindest auf Europa, ist das eine tolle Zukunftsperspektive für das Forum.
Thank you.